In diesem Video werde ich euch sagen, was euer Rucksack wiegen darf. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel das ist, dann bleibt dran. Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wieder mal einem spannenden Thema. Vorneweg, natürlich war das bei der Einleitung gerade nur spaßig gemeint, denn niemand kann euch sagen, wie viel euer Rucksack wiegen darf. Warum das so ist, das wollen wir heute in diesem Video klären. Ich werde dieses Video in drei Teile aufteilen. Ich werde jetzt am Anfang allgemein ganz kurz was zum Thema Rucksackgewicht sagen, also sehr objektiv, ein paar Grundgesetze nennen. Im zweiten Teil werde ich dann meine subjektive Meinung euch mitteilen, so wie ich die Sache handhabe bezüglich Rucksackgewicht und wie viel darf ein Rucksack wiegen. Und am Ende dann von diesem Video werde ich mit euch gemeinsam einen Stück für Stück Load-In machen von einem Beispielrucksack. Ich sage noch nicht, für welchen Zweck, das soll noch spannend bleiben, aber da kommen wir dann am Ende dazu. Okay, starten wir mal mit den Naturgrundgesetzen, wenn es um das Thema Rucksackgewicht geht. Es wird dort teilweise wirklich eine Raketenwissenschaft daraus gemacht. Die Leute fangen an, heftigst zu diskutieren und teilweise sich zu beschimpfen. Und es ist so richtig so ein Thema, wo viel Reibung entsteht. Eigentlich ist es aber ganz einfach. Erstens, je leichter ein Rucksack ist, umso besser ist es. Grundgesetz Nummer 1. Klar, wenn ich jetzt sage, ich will trainieren gehen und ich lade mir ein paar Backsteine hinten rein, aber davon reden wir nicht. Wir reden von Wandern, von Bushcraften, von Trekking und so weiter. Je leichter ein Rucksack ist, umso weniger wird mein Körper belastet, umso weniger geht es auf die Gelenke, in den Rücken. Ich komme mit meiner Kondition deutlich weiter wie mit einem schweren Rucksack. Das sind so Dinge, die kann man, glaube ich, auch nicht wirklich anfechten. Also wichtig, erster Punkt, je leichter ein Rucksack ist, umso besser ist es. Zweites Grundgesetz, nämlich wie kann ich einen Rucksack leichter machen? Ganz einfach, ich nehme weniger mit. Ganz objektiv, das ist in Stein gemeißelt, je weniger im Rucksack drin ist, umso leichter wird er. Ja, klar, hängt davon ab, was man natürlich macht, was man zu Hause lassen kann und was nicht. Da gehen die Meinungen wieder sehr stark auseinander. Aber Grundgesetz Nummer 2, wenn ich weniger mitnehme, wird mein Rucksack leichter. Grundgesetz Nummer 3, wenn ich Ausrüstung, die ich in meinem Rucksack habe, durch leichtere Ausrüstung austausche, wird mein Rucksack auch leichter. Als Beispiel, ich habe einen schönen Edelstahltopf dabei, tausche ihn aus gegen einen Titantopf. Ergo, mein Rucksackgewicht geht nach unten und mein Rucksack wird insgesamt leichter. Eigentlich war es das auch schon mit diesem ganzen Mysterium Rucksackgewicht. Das sind die drei Grundgesetze, die muss man sich gerade als Anfänger einfach vor Augen halten. Leichter Rucksack ist gut. Wie bekomme ich einen Rucksack leichter? Weniger mitnehmen oder leichtere Sachen oder beides zusammen verwenden. Ganz einfach. Aber warum wird dort immer so hitzig diskutiert? Naja, weil jetzt kommt natürlich auch die subjektive Meinung dazu und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Deswegen möchte ich in diesem Video, jetzt im zweiten Teil, möchte ich wirklich meine Meinung euch mitteilen. Seht das einfach als Empfehlung oder als Anreiz, vielleicht sich selber mal Gedanken zu machen. Und ja, das ist eigentlich auch hier nichts ganz so Kompliziertes. Und zwar bestimme ich mein Rucksackgewicht bzw. entscheide, ob ich leicht unterwegs sein möchte oder, wo es vielleicht aufs Gewicht nicht so darauf ankommt, je nach Tourenkategorie. Also das ist bei mir auch ganz einfach, wenn ich zum Wandern gehe, also ich möchte viele Kilometer laufen mit Übernachtung, dann nehme ich relativ wenig mit, also ich nehme den Grundsatz weniger, bringt das Gewicht auch nach unten und versuche wirklich
auf vieles vielleicht auch ein bisschen zu verzichten, aber Hauptsache ich habe einen leichten Rucksack, weil dann kann ich weiter laufen. Meine Knie machen die Sache besser mit, ich bin nicht so kaputt am Abend. Also es hat einfach nur Vorteile. Wenn ich aber wiederum so richtig so ein Bushcraft-Lager irgendwie mache, also zum Lagern, zum Walden gehe, wo es mehr darauf ankommt, gemütlich in so einem urigen Lager zu sitzen, vielleicht mit so Naturmaterialien noch, da ist mir mein Rucksackgewicht eigentlich ziemlich egal und da nehme ich das mit, worauf ich Bock habe, auch eine Axt oder meine Eisenpfanne zum Kochen, weil das spielt Gewicht für mich persönlich jetzt keine Rolle, weil ich ja meistens nicht ganz so weit laufe. Und so versuche ich einfach, diese beiden Bereiche so abzudecken. Gibt natürlich auch noch Sachen dazwischen, wo man vielleicht nicht ganz so weit läuft, aber trotzdem ein bisschen lagern will. Aber das entscheide ich meistens ganz frei und kann mich auch in dieser kompletten Palette, was meine Ausrüstung hergibt, kann ich mich auch entscheiden, ob ich leicht unterwegs sein möchte oder schwer. Und das Schöne daran ist, und es ist auch ein Tipp für die Anfänger unter euch, weil ich da öfters mal eine Frage in der Richtung auch bekomme, was darf ein Rucksack wiegen? Ein Rucksack darf das wiegen, was er wiegt und was ihr bereit seid zu tragen. Wenn ihr diese Grundgesetze, vor allem das erste, je leichter, umso besser, berücksichtigt. Und ihr müsst natürlich auch selber entscheiden, was will ich denn überhaupt machen? Was für Ausrüstung brauche ich denn? Ja? Und da könnt ihr euch Empfehlungen einholen oder ihr schaut euch andere Videos an, was nehmen so andere Leute vielleicht mit, wenn sie rausgehen und das machen, was ihr auch machen möchtet. Oder ihr könnt euch vielleicht beraten lassen, vielleicht schreibt ihr jemanden an oder ihr fragt einen Freund einfach. Aber lasst euch nie einreden, dass euer Rucksack, so wie ihr ihn mitnehmt, schlecht sei oder zu schwer oder zu leicht. Ja, das ist ganz egal, in welche Richtung das geht. Lasst euch nicht einreden, ihr braucht doch keine Eisenpfanne, ihr braucht doch keine Axt. Das weiß derjenige einfach nicht, das wisst nur ihr. Wenn ihr eine Axt mitnehmen wollt und ihr eine Eisenpfanne mitnehmen wollt, dann nehmt das auch verdammt nochmal mit. Weil ihr müsst es tragen, es tragt kein anderer und ihr könnt euch danach immer noch entscheiden, war das jetzt klug, die mitzunehmen auf eine 20 Kilometer Wanderung oder war es eben nicht so klug. Genauso auch andersrum. Lasst euch nicht einreden, das ganze Ultralight-Zeug sei scheiße, ja? oder Mystik oder wie auch immer. Ja? Also wenn ihr leicht unterwegs sein wollt, dann macht es auch einfach. Und lasst euch nicht einreden, in den guten Rucksack gehört immer eine Axt, ohne Axt geht man nicht aus dem Haus. Genauso Blödsinn. Ja? Also von dem her, ihr entscheidet, was ihr mitnehmt und schlussendlich auch, was euer Rucksack dann wiegen soll. So, wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen Ausrüstung mitgepackt, denn ich habe euch ja versprochen, jetzt mit euch mal gemeinsam Load-In zu machen. Und ich habe auch eine Waage dabei, dann werden wir mal gucken, was der Rucksack am Ende dann wiegen wird. Wie immer hier auch Mr. Canon am Start, damit ich euch ein paar Detailaufnahmen machen kann. Jetzt, was will ich für einen Rucksack heute mit euch packen? Und zwar ein Rucksack für so eine längere Wanderung mit einer Übernachtung im Temperaturbereich ab 5 Grad. Wenn es dann wärmer Richtung Sommer wird, wird alles nur noch leichter. Ich habe in der Vergangenheit öfter solche Loadout-Videos gemacht. Das erste 2016, wo ich diesen riesen Rucksack ausgepackt habe. Das läuft immer noch relativ gut. Ich habe auch mal so einen Dreiteiler gemacht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch mal so ein bisschen die Entwicklung sehen, die ich so durchgemacht habe. Es gibt kein aktuelles Loadout-Video, wo ich alle meine Ausrüstung zeige. Habe ich bisher noch nicht geschafft und auch keine Lust gehabt. Ihr könnt aber auf meiner Webseite buschpirat.de könnt ihr nachschauen. Dort habe ich so meine Ausrüstung verlinkt. Und wenn noch Fragen sind, könnt ihr mich am besten über Facebook anschreiben. Okay, das heißt, ich werde diesem zweiten Grundsatz Folge leisten, nämlich wenig einzupacken, die Dinge, die ich auch wirklich nur brauche. Es geht jetzt hier nicht darum, wirklich alles komplett wegzulassen, sondern so, dass ich mich einfach noch sehr wohl fühle dabei. Und ich habe im letzten Jahr öfters mal solche längeren Wanderungen gemacht mit Übernachtung, also mit einer Nacht. Und da hat sich einfach gewisse Dinge haben sich da herausgestellt, die für mich persönlich einfach sehr gut funktionieren. Und die möchte ich euch zeigen. Weitwinkel ist auch auf der Kamera, dass man hier ein bisschen was sieht. Okay, Thema: möglichst leicht zu sein mit der Ausrüstung, die man hat.
Ich habe mir vor einem Jahr einen Rucksack gekauft, weil ich sonst relativ schwere Rucksäcke habe. Und der Rucksack ist einfach ein Faktor, mit dem man unglaublich viel Gewicht einsparen kann. Und es muss dann auch nicht teuer werden und das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir hier den, Moment, da ist noch was drin. Das muss ich noch kurz rausholen. Ah ja, das brauchen wir für nachher. Ich habe mich für den Rook 65 von Osprey entschieden, denn er hat 65 Liter. Bedeutet nicht, dass man die dann auch komplett vollstopft mit schwerer Ausrüstung. Aber ich habe einfach ganz gerne mehr Platz in meinem Rucksack, dass ich auch meinen Schlafsack einfach locker reinstopfen kann und da keine Platzprobleme bekomme. Er hat keine großen Features, zwei relativ große Netzseitentaschen. Er hat eine Öffnung, wo man von unten rankommt. Da habe ich euch auch mal zwei Videos gemacht, die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, wo es darum geht, den Rucksack, also wie ich ihn packe. Und da geht es gerade um dieses Bodenfach unten. Dann hat er ganz normales Deckelfach, Regenschutz ist mit drin. Und ach komm, wenn ich schon die Waage da habe, gucken wir mal, was der Rucksack wiegt. Ja, ungefähr 1,6 Kilo. Das finde ich für so einen Rucksack, der ist noch relativ stabil, eigentlich ziemlich gut. Er hat noch eine Eigenschaft, und zwar hat hinten ein Rückennetz, also auch eine gute Belüftung. Und da ja nicht viel Gewicht rein soll, passt es auch wunderbar. Ach ja, habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Der Rucksack hat damals, als ich ihn gekauft habe, 100 Euro gekostet. Also das finde ich echt in Ordnung. Man merkt zwar, dass gerade so bei den Schulterpolstern und so, dass es natürlich ja, schon ein Unterschied ist, gerade zu den 4-Reven-Rucksäcken, die ich gerne auch draußen dabei habe. Die sind da irgendwie, habe ich das Gefühl, deutlich besser. Aber er trägt sich wirklich hervorragend. Ich finde 1,6 Kilo, das ist für mich so ein richtiger, ja, Wanderrucksack mit Übernachtung, wenn ich Strecke und Höhenmeter machen möchte. So, wie ich euch in dem, in diesem Pack-Video Teil 2 gesagt habe, ist es inzwischen so, dass bei mir, bei den Rucksäcken, die man unten aufmachen kann, durch mein komplettes, ja, Lager-Equipment nach unten. Das heißt, wenn ich dann abends erschöpft dann an meiner Übernachtungsstelle ankomme, kann ich erst unten aufmachen, mein Lager aufbauen und kann dann erst den Rest dann ganz normal von oben dann rausnehmen und entsprechend dann auch verstauen oder verwenden. So, Thema Lager, mit dem fangen wir jetzt mal an. Ich habe herausgefunden, dass für mich eine Hängematte bei solchen Wanderungen super funktioniert. Ich finde, es ist sehr unkompliziert, gerade auch die Lagerplatzsuche. Und ich habe da auch einen ziemlich guten Schlaf drin. Und und deswegen nehme ich meistens bei solchen Wanderungen die Hängematte mit. Schwerstes Teil bei meinem Hängematten-Setup ist der Underkilt. Also ich habe hier auch bewusst die normale Länge der Hängematte oder nehme ich mit. Also nicht die XL-Variante, weil die einfach noch mal ein bisschen größer und schwerer ist. Und in der schlafe ich auch sehr gut. Da gibt es auch zwei Hängematten-Videos, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das mal näher euch anschauen möchtet. Und deshalb kommt der Underkilt, das ist schon ein ziemlich schwerer, also das ist der ganz normale von Amazonas. Ich weiß jetzt gar nicht, was der wiegt, aber im Prinzip schauen wir uns ja auch nur das Schlussbasisgewicht dann an. Ich denke, Basisgewicht sollte jedem inzwischen ein Begriff sein. Das ist ein Wert, wo man wirklich seine eigene Ausrüstung, seine eigenen Setups vergleichen kann, weil da zählt einfach alles dazu, außer das Essen und die Flüssigkeiten, die man trinkt, und den Brennstoff. Und da hat man einen ganz guten Vergleich immer. Genau, also der kommt jetzt mal unten rein, hier dieser Underkill. Und dazu dann entsprechend die Hängematte mit Moskitonetz. Das ist auch die Ultralight von Amazonas. Die nutze ich auch schon lange. Ist auch meine einzigste Hängematte. Also fragt mich bitte nicht, welche Hängematten besser sind. Ich habe da keine Ahnung. Dann entsprechend auch sehr cool das Ultralight Tarp. Das ist auch sehr klein und sehr leicht. Vielleicht noch kurz dazu gesagt, ich verzichte bewusst bei diesen Wanderungen auf so ein richtiges Schlechtwetter-Set, weil ich meine Touren, wenn ich irgendwo übernachte, auch ein bisschen wetterabhängig mache. Wenn es ein bisschen tröpfelt und der Wetterbericht ein bisschen Regen vorher gesagt hat, ist das gar kein Thema.
Da habe ich auch noch was dabei, zeige ich euch gleich. Aber wenn es so richtig saut schon die ganze Woche und das ganze Wochenende soll es durchregnen, dann gehe ich trotzdem raus, aber dann gehe ich lieber zum Lagern. Weil das macht bei Regen viel mehr Spaß und das macht auch richtig Spaß bei Regen. Aber jetzt lange Strecken zu laufen, komplett in Regenklamotten und sowas, nö. Das ist ein Hobby und das muss auch nicht sein. Also Tarp rein und dann hier noch eine Unterleg. Ja klar, ich habe das jetzt von Amazonas, das ist halt so. Die Unterlegplane, Mini-Hängematte von Amazonas. Wenn man dann abends, kann man so seinen Rucksack und sein Zeug einfach unten am Lager dann noch hinlegen. So, da lang. Jetzt kommt bei mir schon zum einen, ich muss gerade gucken, wie ich packe, mein Kopfkissen. Das nehme ich mit. Klar, das wiegt auch. Da werde ich noch mal ein bisschen Füllung rausmachen. Nicht, um es leichter zu machen, sondern weil es mir zu voll ist. Aber ich schlafe damit einfach super und klar, ich weiß, man kann auch Jacken und sowas nehmen. Haben wir ja alle schon diskutiert, aber bei mir ist es so, dass ich meine Jacken oft auch dann brauche und dann habe ich kein Kopfkissen, wenn ich die Jacke vielleicht nachts anziehen möchte. Genau, so, Kopfkissen. Das ist jetzt mal so Schlafsetup. Ich habe hier noch so eine Isolationsjacke, die ich so für abends, wenn ich dann ankomme, wie gesagt, im Sommer kann man die auch weglassen. Aber die habe ich noch dabei, vielleicht dann auch zum Schlafen, wenn es kälter wird. Also wie gesagt, das ist jetzt hier kein Sommersetup mit ganz leichten Schlafsäcken mit 400 Gramm oder sowas, sondern das ist schon so richtig Herbst, Frühling auch und im Sommer wird es halt leichter. Die ist jetzt von Gamsbock, das ist so eine, so eine mit Synthetikfüllung. Ich habe auch eine vom Decathlon Daune, die ist aber noch deutlich dünner und die finde ich klasse hier. Die nehme ich immer mit, wenn es dann abends ein bisschen frisch wird, kann man die anziehen und ja, alles ist gut. So, ja, es ist gar nicht mehr so viel übrig. Also wir haben, ja gut, wir können auch das hier noch vielleicht noch reinstopfen jetzt. Dicke Socken, finde ich ganz wichtig, vor allem wenn man lange läuft. Die habe ich mal in Amerika gekauft, im Cabela's. Das ist so ein Store. Und die sind richtig fett, das sind so richtig fette Wollsocken, Merino-Wolle. Und die sind natürlich auch schwer. Aber gerade wenn man weit läuft, man hat so feuchte Socken und das ist die Hitzeentzugsquelle vom Körper Nummer 1. Deswegen definitiv ganz wichtig. Und dann habe ich hier auch, ja, ich mag die Produkte von Gamsbock, von Martin, der macht ganz tolle Sachen. So ein Beanie und auch so ein Schlauchschal für die Nacht dann. So, da la. Was nehmen wir als nächstes rein? Jetzt kommt der Schlafsack und da ärgere ich mich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, denn ich habe den falschen Schlafsack eingepackt. Ich habe von Grützebeck den Survival hier eingepackt, der relativ, ja, viel Volumen braucht und dazu auch noch schwer ist. Ich würde das aber später dann wegrechnen, weil eigentlich wollte ich von Grützebeck den Sub-Zero einpacken. Das ist einer meiner Lieblingsschlafsäcke. Genau für die Temperatur mit 1,1 Kilo ungefähr finde ich auch absolut in Ordnung. Geht runter auch weiter wie 5. Aber so mit dem Underkilt habe ich gemerkt, so 5 Grad ist okay. Jetzt muss ich den halt reinstopfen. Ich hoffe, der Rucksack wird jetzt relativ voll, weil der einfach, ja, eigentlich jetzt hier nicht reingehört. Den nehme ich nicht mit zum Wandern. Das ist ein richtig geiler Schlafsack, der Survival. Aber das ist für mich so ein Lagerschlafsack, wo ich dann lagern kann. Weil der ist ziemlich robust und hat auch eine Wollfüllung und hat auch ein Moskitonetz oben, so wie der Tropen von Carinthia. Ein ganz, ganz, ganz toller Schlafsack. Ja, aber der gehört hier jetzt eigentlich nicht rein. Deswegen wird es jetzt auch gerade hier ein bisschen voll. So, aber wir sind auch schon fast am Ende. Oben rein kommt noch Hygienebeutel mit Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und sowas. Dann hier mein kleines, hat meine Frau mir geschenkt. Wie sagt man da? Oh, habe ich da Hygiene? Das ist ein Toilettenbeutel. Das ist jetzt hier so mit Kamm, Zahnpasta-Drops. Und wisst ihr, was ich hier drin habe? Ihr werdet es nicht erraten. Natürlich neben meinem Bartkamm. Ich habe eine
abgesägte Zahnbürste drin. Ja, und da bin ich richtig stolz drauf. Nein, nicht aus Gewichtsersparnis, sondern sie passt halt sonst nicht hier rein in mein Täschchen. Und ja, das sind auch so Sachen, das werde ich auch mal austesten. Und zwar kann man natürlich diese ganzen Taschen ersetzen durch so Zipbeutel. Da kann man auch noch wahnsinnig viel Gewicht sparen. Aber ich finde einfach, schaut euch das an. Das ist doch geil. Ja, das kommt halt einfach mit. So, da la. Dann haben wir hier, kennt ihr auch, ich bin Fan von einem Regenschirm. Den nur als Backup, weil wie gesagt, wenn es regnet oder wenn es richtig regnet, mache ich solche Touren in der Regel nicht. Aber wenn ein bisschen Regen vorhergesagt ist, dann nehme ich einen Schirm mit und keine Regenjacke. So, das zählen wir nicht dazu, denn zum Wandern habe ich immer noch, also meistens ein T-Shirt an, dann ein langärmeliges Hemd darüber. Finde ich super, man kann es vorne aufknöpfen, man kann es hochkrempeln. Hemden sind so flexibel, super genial. Und ich habe auch noch so ein Baumwollhemd, was ich manchmal auch gerne mitnehme, wenn ich weiß, dass man abends ein Lagerfeuer macht. Weil dann kann ich meine Daunenjacke anziehen und diese Synthetikjacke und kann dieses Baumwollhemd drüber ziehen und habe dann ein bisschen Funkenschutz. Aber ich habe das nur mal mitgebracht, um das euch hier mal exemplarisch zu zeigen. Oh, was haben wir hier noch? Ja, ich habe noch eine Mütze dabei, weil in diesen Beanie-Mützen schlafe ich sehr gerne. Aber wenn ich draußen irgendwie am Abend dann noch sitze und es wird ein bisschen kühler am Kopf, habe ich lieber so eine schöne Wollmütze. Ich weiß, könnte man auch zu Hause lassen, lasse ich aber nicht zu Hause, denn ich muss ja meinen Rucksack selber tragen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Hier, das sind die von Helikontex, diese Pouches, die so eine rechteckige Form haben, die finde ich super. Und da ist jetzt auch gar nicht mehr so viel drin. Mein Kochset, das ist einfach die Tokes Henkel Titantasse, kennt ihr auch. Ich habe mal ein Video über mein Kochset gemacht, verlinke ich euch auch. Da wird das alles nochmal ganz genau erklärt hier innen drin. Auch der Spiritus, ja, der würde jetzt nicht dazu zählen. Aber ja, sind wir mal nicht ganz so eng. Dann hier drin mein Titanlöffel. Ein Windschutz sollte man, denke ich, schon mitnehmen. Ist auch so eine Knisterfolie, aber sehr, sehr, sehr gut. Dann einen kleinen Lederlappen, wo ich dann die heiße Toast oder diese Tasse da runternehmen kann. So, jetzt habe ich hier noch den Pouch drin, aber der ist wirklich unnötig und nur schwer. Aber was ich immer gerne mitnehme, ist ein Salz. Ein kleines Feuerzeug. Und dann noch drei von diesen Rias-Tüchern, da habe ich auch mal ein Video gemacht. Das sind diese Tücher mit Wasser, die dann aufgehen. So, jetzt ist diese Tasche natürlich noch ziemlich leer, aber da kommt mein Essen rein. Und für so eine Tour braucht man nicht viel. Man braucht vielleicht einen kleinen Snack für mittags, dann abends was, am nächsten Morgen vielleicht noch mittags und dann ist man ja auch schon wieder zurück. Von dem her, diese Tasche, die reicht. Nahrung zählt ja jetzt zum Gewicht erstmal nicht dazu und dadurch, dass ich den Spiritus hier drin gelassen habe, drückt mir mal ein Auge zu, weil natürlich den Müll von irgendeiner Tütensuppe oder so, was ich gerne morgens mal esse, muss man ja eigentlich auch noch mitrechnen. Aber es geht jetzt hier nicht um ein paar hundert Gramm. So, dann mein EDC, fettes, fettes Teil, habe ich auch schon ein Video darüber gemacht, was ich euch verlinken werde. Das habe ich eigentlich immer wirklich gerne, ja. Das ist so schwer. Wir gucken mal, was das alleine wiegt. 750 Gramm. Nur diese Tasche hier. Da ist aber eine Uko-Laterne drin, die ich auch gerne abends, auch wenn ich wandern gehe, gerne mal dabei habe für die Gemütlichkeit. Da ist ein Feuerstahl dabei, noch ein kleines Taschenmesser, mein Not-Erste-Hilfe-Set, meine Stirnlampe. Ja, und ich muss sagen, das nehme ich schon mit und es wäre jetzt unfair zu sagen, dass ich es nicht mitnehme, nur damit der Rucksack leichter wird. So. Leute, das sieht schon ziemlich gut hier aus. So, ich mache mal den Rucksack jetzt mal zu. So, was jetzt noch fehlt, ist Wasser. Ich habe da diese Falt. Wie sagt man dazu? Diese Beutel.
Da passen jeweils 3 Liter rein. Die kommen bei mir hier außen ran. Einer auf die Seite und einer auf die Seite. Und da trinke ich auch draus. Ich finde die super. So, und dann haben wir last but not least noch hier ein kleines Sitzkissen. Das kommt hier vorne hin. Wenn man da mal schnell eine Rast macht, kann man das Kissen rausnehmen und sich hinsetzen. Puh. Na, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, wir müssen von dem Schlafsack 500 Gramm noch abziehen, weil ich den falschen eingepackt habe. Sodala. Wir kommen hier jetzt auf 8,4 Kilo. Abzüglich Schlafsack sind wir bei 7,9. Also 7,9 Kilo mit dem kompletten Hängematte-Setup, mit der ISO-Jacke, mit Kopfkissen, mit meinem schweren EDC. Also da könnte man auch nochmal locker 500 Gramm sparen. Und das ist für mich einfach ein Wert, der ist okay. Ja, wir sind dort von dem Ultralight-Bereich natürlich noch weit entfernt, aber wir haben auch keinen 15 oder 20 Kilo Rucksack dabei. Also wenn ich hier noch ein bisschen optimieren würde, würde ich vielleicht auf 7 Kilo kommen. Und das mit meiner normalen Ausrüstung, klar normalen Anführungszeichen, natürlich habe ich auch im Laufe der Jahre Sachen ausgetauscht, auch leichtere mir gekauft. Ich habe jetzt hier einen Titantopf dabei und keinen Edelstahltopf. Aber damit kann ich wunderbar wandern gehen. So Leute, das soll es jetzt gewesen sein mit dem Thema Rucksackgewicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie seht ihr denn die Sache? Ist es für euch eine richtige Lebensphilosophie oder einfach auch nur eine Zahl auf einer Waage? Schreibt mir mal eure Meinung und wie ihr das Thema angeht unten in die Kommentare. Denn gerade die Einsteiger oder die Anfänger sind jetzt hier aufgefordert, auch unten mal in die Kommentare zu schauen, dass hier nicht nur meine Meinung gesehen und gehört wird, sondern dass ihr auch noch andere Meinungen lesen könnt und dann für euch das Cherry-Picking, ja, dass ihr euch sozusagen die besten Teile für euch selbst rausziehen könnt. Und denkt dran, niemand kann sagen, euer Rucksackgewicht stimmt nicht, denn ihr müsst euren Rucksack alleine tragen. Außer der Goose, der lässt ihn manchmal tragen. Also, ich freue mich über einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn noch nicht passiert, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.